sondern es geht um diese Grundstücke hier. Das sind drei Stück, ne? Eins, zwei und hinten ist auch noch einer. Aber wir machen nur die ersten beiden. Sonst haut es in der Zeit nicht hin. Kurzes Teamgespräch. Genau, es geht um die drei schönen Stücke hier. Wir zeigen euch aber nur mal die ersten beiden, weil hier haben wir dann noch den Live-Livestream. Ich muss den Laptop noch alles einrichten. Überlegen, ob ich die Kamera nachher positioniere. Mal schauen, wie das nachher so funktioniert. Ich kann es ja jetzt schon sagen, hier seht ihr nachher sowieso. Live-Livestream ist natürlich von der NS Ordensburg Vogelsang. Wird euch gefallen, denke ich. Weil ich mir auch so ein, zwei Sachen überlegt habe. Und dann, schauen wir mal. So, jetzt schauen wir erstmal, wie wir hier durch diesen Quatsch hier durchkommen. Oh Mengo. So. Blöd. Und wenn es da jetzt ein bisschen tiefer reingeht, haben wir noch nicht mal eine Taschenlampe. Doch, das Handy dabei. Ich nehme es nicht. Das ist mein Handy. In der Autotür, ne? Das Auto ist offen. Gut, würde das keiner anhalten, oder? Gut. Also hier so I und Ö. Was von dem noch übrig ist und überhaupt irgendwas sieht. Also wenn man da reinkrabbeln kann durch irgendein kleines Loch, dann verspreche ich euch, hole ich auch noch die Taschenlampe. Dann verschiebt sich der Livestream entsprechend. So, hier ist das gute Stück. Wie gesagt, hier ist eine ganze Kette von Bunkern. Ja, man könnte hier sogar reinkrabbeln. Mann. Seite. Und hier ist das mal ein bisschen doof. Kein Problem, wir gehen einfach mal außen rum. Sind halt alle leider gesprengt worden. Anno dazu mal. Ah, oh, sogar ohne Klettern. Sehr schön. Wie gesagt, wir können zu den Westwall bunkern. Damals von der Wehrmacht besetzt. Hier sieht man die eigentliche Dicke der Mauern. Hier sieht man noch massive Türscharniere. Mal gucken, ob es dann da unten weitergehen will. Ihr seht noch nicht, was ich gerade schon gesehen habe. Hier auch nochmal, was auch immer das ist. Hier auch. So, ich bin jetzt hier auch schon ein bisschen weiter drin. Ich kann noch nicht sagen, wie es da weitergeht. Ich krabbel da zumindest mal hin. Muss hier mal. Ja, nicht wirklich, aber irgendwas wird es gewesen sein. Ups. Nein, geht's nicht, oder? Nein, leider nein. Ihr kennt mich, wenn es möglich gewesen wäre, wäre ich da eine Garantie reingekrabbelt. Auch hier. Leider. Da hinten. Nee, auch nicht. Hier ist noch was da. Aber leider kein Weiterkommen. Bisschen schade ist. Na gut, es ist wie es ist. Kann man jetzt nicht ändern. Aber ich hätte es gemacht, wenn es möglich gewesen wäre. Wisst ihr ja eigentlich. Da noch.
So. Da. Noch weiter geht. Ne, sieht aber auch eher negativ aus. Ich gebe jetzt mal gerade das Handy zurück, damit der Fotos machen kann. Ich versuche mal hier durchzukrabbeln und komme nicht raus. Aua! Ups, das hat wehgetan. Den hier hatte ich nicht gesehen. Also Leute, das gibt garantiert eine Beule. Aber gut, es ist wie es ist, weil wenn ihr euch mal anguckt, wenn ihr so rumklettert und es nicht unbedingt aufpasst, dass hier so alles aus der Wand rauskommt, ja, solange es noch eine Beule ist, das Ding nicht unbedingt mitten im Kopf steckt, ist alles gut. Allerdings werde ich mal ein bisschen aufpassen und nicht mehr so lang schwingen wie eben. Oh, der ist größer als gedacht. Hier unten war auch noch mal was. Aber nicht weiter. Ist da auch noch mal. Ich spring gerne mal für euch rein. Wenn ihr euch bestimmt fragt, was ist da unten? Zeigt uns das mal. Mach das lieber von mir aus gleich. So. Hier ist auch noch mal. Weiterkommen ist hier nicht möglich. Auch wieder massive Türscharniere. Da unten noch mal. Das ist hier ein fröhliches Rauf und Runter. Hier ist auch noch mal. Ist auch schon zugewachsen. Ich denke mal. Wobei, was ist das da hinten? Kannst du mal runterkommen, bitte? Brauche ich nicht wieder hoch, weil ich brauche dann mal dein Handy mit der Lampe. Mal schauen, was das da hinten ist. Sieht immer sehr vielversprechend aus der Ferne. Ja. So, ich mir gerade das Handy geben. Weil ich Idiot die Taschenlampe im Auto vergessen habe. Arbeitet vor sich hin. Habe ich auch die Stahlträger im Blick. Ah, dasselbe Ding von der anderen Seite, wo ich eben schon mal geschaut habe. Hier seht ihr mal die Dinger, wo man sich einfach nur den Kopf anschlagen kann, wenn man nicht drauf achtet. Geht okay. Bewegen wir uns mal hier raus. Leider sehr kaputt. Ja, da war es durch die Alliierten gesprengt worden. Wir gehen hier lang. Ja,
eine Öffnung, die damals mit Sicherheit irgendeine Funktion hatte. Genauso wie dieses hier. Da vorne sein. Schauen wir mal, was es bei dem noch so zu sehen gibt. Wer so ein bisschen beunruhigt ist, ihr wisst, fahren wir aktuell auf und meine ganzen Sachen liegen da vorne im Auto. Naja, mal schauen. So, das haben wir auch noch aus der Entfernung gesehen, weil das jetzt gerade aus der Nähe gar nicht so groß aussieht wie die andere. Das ist dezent kleiner, oder es kann natürlich sein, dass der gar nicht so aufgebrochen ist bei der Explosion. Denn das, war das da hinten. Sieht noch so aus, wie es damals, glaube ich, geplant und gebaut war. Bin ich genau oben drauf. Ja, ich krabbel natürlich noch unten rein. Mal gucken, ob es hier vielleicht von oben was zu sehen gibt. So, und für die Leute aus der ersten Staffel, damit ihr mal seht, wie weit ich damals gelatscht bin. Da hinten steht das Auto, die Straße schlängelt sich so darunter und irgendwo am Waldrand da hinten, ganz unten, hatten wir geparkt. Das ist das Stück, wo wir uns, übrigens ganz da hinten ist ein Reh. Kriegst du es drauf? Ah, du bist noch da unten, okay. Genau. Da hinten, und dann sind wir quasi einmal steil den Berg hoch, da hinten durch das Waldstück durch, und dann bin ich noch einmal von der und dem Waldrand einmal schön komplett darüber gelatscht zu der anderen Bunkeranlage. Meines Erachtens müsste die das sein, wobei es ist, glaube ich, noch eine ganz andere, weil ich kann mich erinnern, auf dem Weg vom Waldrand zum Bunker hatte ich wesentlich mehr Gestrüpp. Das sehe ich so ja jetzt gar nicht. Ja, kann sein, dass es noch ein dritter ist. Das packen wir aber leider zeitlich nicht mehr. Wir haben es kurz nach 7. 20 Uhr ist Live-Livestream. Das wird nicht hinhauen. Sehr schade, wobei der eigentlich wirklich auch groß aussieht. Gut. Schauen wir nochmal, was es hier bei dem zu sehen gibt. Und dann, ja, das Gute ist zumindest schon mal, dass ich von hier das Auto sehe. Gut, gut, gut. Dann schauen wir, wie gesagt, mal, was es hier bei dem noch gibt. Ich erwarte nicht viel. Aber man kann ja nie wissen. Da hinten nicht, glaube ich. Ja, muss man hier gucken. Da hinten das Loch, da komme ich von einer Seite nicht dran. Siehst du nur von hier, wo ich gerade stehe. Also, hier geht es auch nicht wirklich rein oder weiter. Habe ich auf der anderen Seite was gesehen. Das könnte vielleicht was sein. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Hier ist nochmal. Und zwar, gut, meine Freunde, die Dornen, lieben Dank, da unten sind zwei tiefere Löcher. Die Frage, ob sich das lohnen würde, da jetzt reinzukrabbeln. Ah, schauen wir einfach mal. So oder so.
Mal. Hier ist nochmal ein ganzer Bunkerabschnitt. Und die Löffel. Dann würden wir das direkt drin. Mal kurz. Und wie gesagt, hier ist noch ein Bunkerabschnitt. Ja, aufpassen hier, die Frauen, die aus der Decke rauskommen. Aber ne. Guck mal. Mistvieh. Kommt man nicht wirklich weiter, also weder da, noch da. Und hier leider auch nicht. Sehr schade eigentlich. Vielleicht? Nein, leider auch nicht. Schade. Schade, schade. Schade. Guck mal auf der anderen Seite. Darf man nicht irgendwas kriegen? Hier irgendwas? Das kann doch dann nur der gewesen sein. Ja? Yeah. Auf dem Weg dahin war viel mehr Gestrüpp. Deswegen verstehe ich es gerade nicht. Dann gehen wir mal außen rum. Weil so ein Runterspringen ist doch ein bisschen blöd. So, jetzt ist einer am Auto. Hä? Wieso kann der die Schranke hochmachen? Hä, der hält an, macht die Schranke hoch und fährt weiter. Guckt hier in unsere Richtung. Alter, geh von dem Auto weg. Gesehen, wie er reingeguckt hat? Mhm. Schau mal die Kamera schon aus. Glaube ich, lauf da nämlich gleich mal hin. Wie ist die Schranke aufgelassen? Ich frage mich auch gerade, wieso kann er die Schranke aufmachen? Gut, wir machen hier nur ganz schnell einen Schwenk und dann gehen wir zurück zum Auto. Steht mir Parkverbot, ne? Bitte? Ist Parkverbot. Also, was will er denn? Wie gesagt, wenn das Auto zu wäre, wäre mir das fast egal. Dann soll er da vorne rumlamentieren. Punkt ist aber, das Auto ist offen und meine ganzen Sachen liegen da drin. Das sieht aus wie ein Einschlagskrater von irgendwie, was auch immer. Jo, was das hier ist, kann ich mir nicht erklären. Echt nicht. Das ist ein stabiles Metallgestänge. Keine Ahnung, was das ist. Also, der hat ein stabiles Zuhause gefunden da unten, glaube ich. Aber auch hier, wie gesagt, leider kein Reinkommen mehr. Schade, schade. So, das war's auch schon hier in unserem Kurzblick.
Arztbesuch. Jetzt müssen wir geschwind weiterfahren, weil es wartet ja ein Live-Livestream von der NS Ordensburg. Bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, ich denke, wir werden es alle gemeinsam erleben. In diesem Sinne, bis gleich.